Jehovas Zeugen in Wiesloch verhalten sich wie die Fliegen. Sie lassen sich leicht verscheuchen, sind aber dennoch eine Plage. Die 144.000 Spezialzeugen Jehovas, von denen nach der Wachturmlehre das Heil der übrigen Zeugen Jehovas abhängt, bezeichnen sich selbst als Heuschrecken, die die Menschen mit ihrem Skorpionstachel stechen. Diese Heuschrecken plus der antichristliche Wachturm Jesus sind der große Wachturm Christus. Die Zeugen Jehovas, wie sie im Wiesloch und anderswo auftreten, sind nur Fliegen, die von den 144.000 Heuschrecken abhängig sind. Und sie benehmen sich wie Fliegen. Sie lassen sich leicht verscheuchen, können aber auch penetrant nerven. Das schreibt sich die Wachturmgesellschaft selbst auf die Fahne, dass Jehovas Zeugen die ganze Menschheit quälen. Das reale Verhalten der Zeugen Jehovas entspricht diesen tatsächlich so von den Wachturmschreibern veröffentlichten Maßstäben in einer ganz erstaunlichen Weise. Der verbohrte Fanatismus der Zeugen Jehovas, der immer in dieser überheblichen Selbstzufriedenheit gipfelt, ist das Mittel, das die Wachturmstrategie nutzt, um Menschen in ihren Dienst auf der Straße zu stellen. Das großartige Elitegefühl. Sie vermitteln es sich fortwährend gegenseitig. Verleiht Jehovas Zeugen so viel von dieser Standhaftigkeit vor sich selbst, dass sie aufrichtige Ernsthaftigkeit mit dummer Sturheit verwechseln. Sie sind süchtig nach dem Überflieger-Feeling, das sich aus der Weltbekehrungsmasche der Wachturmorganisation ergibt. Jehovas Zeugen erleben die Isolierung und die geistige Abschottung als grandiosen vorweggenommenen Sieg und baden sich darin. Das Märtyrer-Feeling spielt in diesen Gefühlsmischungen eine große Rolle. Als Nachahmer. Ich setze mich ja sogar noch mehr als sie der Blamage aus. Kann ich diese psychischen Abläufe sehr gut verstehen. Doch besteht zwischen dem stolz abgehobenen Selbstbeweihräucherungsspiel der Zeugen Jehovas und meiner Nachahmung ein großer Unterschied. Ich will niemanden quälen, wie es für die Zeugen Jehovas verbindlich in dem Gedankenprogramm der Wachturmgesellschaft festgeschrieben ist, sondern ich will aufklären. Ich erwarte keinen Endsieg, sondern ich will jetzt und hier Menschen helfen und zum Nachdenken bringen. Jehovas Zeugen treibt allein der trügerische Traum vom Endsieg an. In der täglichen Durchführung ihrer Predigtdiensttätigkeit sind Jehovas Zeugen normalerweise vollkommen autonom und sie können im Rahmen der Vorgaben des treuen und verständigen Sklaven ihre Planungen nach ihrem eigenen Gusto vornehmen. Doch durch die Aufklärung Seinsätze eines Christen mit laminierten DIN A4-Blättern sind sie in Wiesloch seit einiger Zeit zur teilweisen Aufgabe ihrer Willkürlichkeit gezwungen. Sie müssen realisieren, dass ihnen ein sogenannter Weltmensch in ihr glorreiches Wachturm-Menschheitsquälspiel hineinpfuscht. Da gibt es dann doch einen, der Jehovas Zeugen in ihrer Endsiegsuppe spuckt. Pfui. Statt irgendwann zu merken, wie hohl es ist, vor einem Weltmenschen mit den A4-Blättern ständig Reis ausnehmen zu müssen, machen sich diese Ausgeburten des Endsiegfanatismus einen regelrechten Sport daraus, ihre Predigtdienststunden so eng wie möglich um mein Auftreten herumzustreuen. Sie observieren mich und gestalten ihre Auftritte dementsprechend. Sie weichen zum Beispiel auch aus auf andere Wachturm-Werbemanöver. Sie gehen mit ihrem antichristlichen Material durch die Stadt und verwickeln Menschen in Gespräche. Nur ein Zeuge Jehovas, der wohl noch nicht ausreichend Wachturm-biblisch geschult ist, verübte den üblichen Predigtdienst, so dass ich Gelegenheit hatte, den Passanten mit meinen Denksprüchen einiges zu erzählen. Das Feedback der Passanten war wieder einmal vernichtend für Jehovas Zeugen. Der Held der Jehova-Standhaftigkeit ging nach einer Dreiviertelstunde und ahnte wohl nicht, was er für einen Schaden angerichtet hatte. Die Entlarvung durch meine DIN A4-Blätter ist so gewaltig, dass man sagen kann, jede Sekunde zählt. Es wird noch so weit kommen, dass ich gar nicht mehr darauf warte, dass sich Zeugen Jehovas irgendwo aufbauen, sondern dass ich auch ohne sie die Schilder durch die Fußgängerzone trage. Die Ausweichtaktik der Wachturmgesellschaft mag vielleicht ein gewisses Minimum des Schadens erzielen. Ihre Fliegen müssen aber auf ihr großartiges Elitegefühl verzichten und wie jeder andere politische Wahlkämpfer auch die Leute in Gespräche verwickeln. Das stört sie ungemein. Zum Schluss ergab sich noch ein besonderes Schauspiel. Eine Zeugin Jehovas, die scheinbar direkt in der Nähe der Fußgängerzone wohnt, hatte abgewartet, bis ich endlich mit dem Motorrad abfuhr. Doch eine Begebenheit veranlasste mich, noch einmal zurückzufahren. Als sie mich eintreffen sah, ergriff sie sofort die Flucht. So stolz und aufrecht wie möglich. Jehovas Zeugen sind Endsiegfliegen. Wie Kotfliegen anzieht, zieht der erhoffte Wachturm-Endsieg Jehovas Zeugen an. Millionen Zeugen Jehovas fressen der Wachturmgesellschaft aus der Hand.
Nach dem Motto, Kot ist lecker. Millionen Fliegen können nicht irren. Lesen Sie die Selbsteinschätzung der Zeugen Jehovas. Jehovas Zeugen quälen und töten. Zum Beispiel durch Verbluten lassen.